herzliches Willkommen, meine Lieben, zur Wochenlegung in der Woche 24. bis 30. Januar 2022. Wir sind im Sonnenzeichen Wassermann. Wassermann, freiheitsliebend, tolle Ideen, meistens seiner Zeit voraus, manchmal ein bisschen schwer verständlich für andere, die dem noch nicht so folgen können. Es ist eine schöne Energie für Gesellschaft, für das Miteinander, für das große Ganze. Und wir wollen uns anschauen, was wir in dieser Woche haben. Wir haben hier ja, den Wechsel von Mars, der bisher im Schützen stand, in den Steinbock. Das bedeutet, dass da ein bisschen mehr an ja, Genauigkeit reinkommt, dass man seine Energien gezielt einsetzen soll und natürlich auch clever, ganz klar. Und Merkur ist natürlich weiterhin rückläufig und sorgt für Verzögerungen, für Dinge, die dann eben nicht immer so optimal laufen, beziehungsweise es verzögert sich einiges oder es wird was blockiert, man macht leichter Fehler, man wird leichter missverstanden, das kennt ihr ja schon. Und ja, wir haben dann natürlich die Energien in der Woche. Merkur geht am 26. in den Steinbock auch, ja, da haben wir dann sehr akkurate Energien, also man ist auch sehr genau, was einen selbst betrifft, denn der Merkur geht ja auch rückläufig und bedeutet eben auch ein Stück weit nach innen zu gehen. Und da muss man eben seine Energien gut bündeln, das passt ganz gut zusammen. Und was haben wir denn noch? Merkur und Pluto verbinden sich am 28. und 30. und da kann man sehr stark Druck ausgesetzt sein oder selbst auch stark Druck ausüben auf andere. Ja? Man muss aufpassen, dass man sich da nicht überreden lässt, in Anführungsstrichen. Ja? Das ist schwierig. Wir haben ja auch die Venus im Steinbock und zwar rückläufig bis zum 29. Die wird vorläufig am 29. und am 30. haben wir die Sonne quer zu Uranus. Das bedeutet, es könnte zu unliebsamen Überraschungen kommen in dieser Woche. Also da ist einiges los in dieser Woche. Man muss sich darauf einstellen oder sollte sich darauf einstellen. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Die Woche ist eine Herausforderung, aber wenn man sich selbst treu bleibt und wie gesagt auch nicht über die Wünsche und Bedürfnisse anderer einfach hinweggeht, sondern eben auch kameradschaftlich vorgeht, was Sonne im Wassermann ja auch bedeutet, dann kann man damit sehr gut vorankommen, auch wenn das alles durch die Rückläufigkeit ein bisschen verzögert ist. Und wenn die Venus dann im Steinbock vorläufig wird, dann geht es auch darum, dass sich Beziehungen bewähren Ende dieser Woche. Wir schauen uns das natürlich für die einzelnen Sternzeichen an und ich bin schon gespannt, was euch so erwartet. Bis gleich! Herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind bei der Wochenlegung 24. bis 30. Januar 2022. Sonne im Wassermann beflügelt dich auch. Es geht um Kollektiv, um die Gemeinschaft. Das ist, liegt dir natürlich auch. Kommunikation natürlich nicht mit Merkur rückläufig, da muss man ein bisschen aufpassen. Wir haben natürlich Jupiter in den Fischen. Fische stehen im Quadrat zum Schützen, aber trotzdem wird Jupiter dich unterstützen, ganz klar, auch das ganze Jahr über. Und ich denke, dass es jetzt erstmal ein laues Lüftchen ist. Und Saturn sorgt dafür, ist auch übrigens im Wassermann, dass du an deinen Pflichten arbeitest, dass du dranbleibst, nicht locker lässt, zäh bist. Ja, finde ich richtig gut. Uranus erstmal im Stier ohne Einfluss. Ja, also keine großartigen Überraschungen. Das bedeutet aber auch, du hast die Dinge im Griff. Neptun hat auch im letzten Jahr schon dafür gesorgt, dass du auch einen Weltschmerztag hattest ab und an, dass du vielleicht auch so ein bisschen dich zu sehr abgelenkt hast. Ja, da musst du ein bisschen Acht geben. Er vernebelt auch in diesem Jahr zeitweise die Sinne. Und wir haben mit Pluto im Steinbock etwas, was unbewusst passiert oder was unbemerkt passiert im Außen, nicht bei dir direkt. Ja. Wir haben Mars im Schützen bis zum 24., da bist du volle Power dabei. Danach geht er in den Steinbock und das ist bis 6. März. Aber ich denke, dass du
da auch weiter an deiner Routine arbeitest, dich einsetzt, das ist auch gut so. Verlässlichkeit ist da natürlich wichtig. Venus ist im Steinbock rückläufig bis zum 29. Und ja, das ist nicht so schön. Ja. Und Neptun mischt da irgendwie auch mit, dass man sich was vormachen könnte oder was einreden könnte. Ja, bis zum 6. März ist das eine nicht so wirklich liebevolle Energie, aber natürlich kann man mit anderen freundlich umgehen und kann man miteinander auskommen, aber so große Liebessterne haben wir jetzt leider nicht. Merkur im Wassermann sorgt auch für tolle Ideen und Umsetzung, allerdings in der Rückläufigkeit ist da Vorsicht geboten. Man darf planen, aber man sollte natürlich nicht umsetzen jetzt schon. Nichts Neues beginnen und natürlich auch nichts Großartiges kaufen oder große Geldausgaben. Das würde jetzt nicht so wirklich was bewirken. Also ich denke mal, gute Routine in dieser Woche und auf sich achten und vorantreiben, also so im routinemäßigen Rhythmus, was man gerade tut. Ja, schauen wir mal, was die Karten sagen. Ja, mein lieber Schütze, dann schauen wir uns an, was wir in dieser Woche in den Karten für dich haben. Allgemeine Legung natürlich wie immer für alle Schützen. Und du ziehst dir bitte das raus, was für dich persönlich passend ist, was dich inspiriert, was dir Ideen bringt. Und entscheiden musst du natürlich selbst. Du musst es ja auch selbst leben. Wir schauen uns an, welche Energien wir in dieser Woche für den Schützen haben. Also wie diese Woche aussieht. Wir haben ja schon einiges bis 24. auch den Mars im eigenen Zeichen. Ansonsten Sonne im Wassermann, den Wechsel von Merkur auch in den Steinbock und Venus rückläufig im Steinbock, Mars dann im Steinbock. Da passiert nicht mehr viel am Ende der Woche. Wir haben die Neun der Erde. Neun der Erde ist das eigene Individuum, sich kümmern um sich selbst. Ja. Es ist Selbstständigkeit, es ist Single-Dasein, aber es ist auch kurz vor einem Durchbruch stehen. Pragmatismus ist angesagt, Erdenergie schön langsam machen, bei Merkur rückläufig ja sowieso, aber auch auf dich selbst achten, auf deine Gesundheit, dass es dir gut geht, dass du genügend Pausen machst und so weiter. Wir schauen uns das aber in Ruhe an. Wie siehst du dich selbst? Neun der Luft. Du bist ein bisschen aufgeschreckt, so ein bisschen. Wenn ich diese Karte sehe, dann sehe ich so einen aufflatternden Vogel. Was mache ich jetzt? So ein bisschen panisch, habe ich den Eindruck jetzt. Ne? Neun der Schwerter ist ja unnötige Sorgen oder Gespräche. Kommunikation könnte gut funktionieren, wenn du eben ruhig daran gehst. Dein Wunsch ist der Bote des Feuers. Das bedeutet, dass du etwas riskieren möchtest. Du möchtest wieder ein bisschen mehr Leidenschaft da reinbringen, ein bisschen mehr Bewegung, denke ich mal. Das ist dein Wunsch. Hoffnung und Ängste haben wir die Königin der Erde. Das ist, du kümmerst dich oder möchtest dich um Stabilität und Sicherheit kümmern. Gut für dich ist die Acht der Luft. Du hast momentan keine Lösung parat. Das scheint offenbar richtig zu sein, gewollt zu sein. Acht der Luft ist ja so ein bisschen sich im Kreis drehen. Nicht gut für dich ist die Berufung. Also ich glaube, es geht darum, dass du dich momentan einfach nicht festlegen sollst. Ja? Wenn ich als gut für dich die Acht der Schwerter habe und dann die Berufung als nicht gut, also halte dich nicht an das, was du als gegeben hinnimmst, sondern sei offen für Neues, für Unbekanntes. So würde ich das deuten. Ausgang ist die 2 der Erde. Prioritäten setzen. Das ist wichtig, eben auch wegen Merkur rückläufig und so, dass man sich nicht verzettelt, dass man sich nicht zu viel aufhalst, ja? Sondern dass man einfach mit dem Flow geht, würde ich einfach so sagen. Du bist unabhängig, so sieht es aus mit der Energie. Du bist unsicher vielleicht, wo die Reise hingehen soll, aber das wird hier als gut beschrieben. Kann ja auch gut sein, wenn man, ich sag mal, ungebunden ist, insofern, dass man keine festen Vorstellungen hat. Kann ja auch gut sein. Schauen wir uns an, wie die Energie von außen ist in dieser Woche, lieber Schütze. Sehr spannend. Ich finde das sehr interessant. So, die Energie von außen ist das Ass der Schwerter. Da kommt die Klarheit. Okay, du bekommst Input, du bekommst vielleicht auch Angebote, Know-how. Die Wahrheit, Klarheit kommt von außen, nicht aus dir. Auch interessant. Okay, schauen wir uns die Woche an. Wir haben 7 der Schwerter. Man weiß eben nicht. Man blickt nicht hinter die Fassade oder so. Man ist so ein bisschen unbedarft, ja. Wir haben den Ritter der Kelche. Freundlich, entgegenkommt. Ja, warum nicht? Das kann man trotzdem sein, auch wenn man nicht weiß, wo man hin will. Wir haben die 2 der Kelche. Das finde ich sehr schön. Da findet vielleicht ein Gespräch auf Augenhöhe statt mit jemandem.
Und wichtig ist nicht nur das Reden, sondern auch das Zuhören. Das kann im Job sein, das kann in Beziehungen sein, durchaus. Die Hoffnung ist ja, dass man Stabilität und Sicherheit findet, entweder eben für sich selbst oder miteinander. Drei der Stäbe, eine Strategie, wie man vorangehen kann. Nun ist das ja durch die Acht der Schwerter ein bisschen schwierig, ja? Aber man kann ja so Schritt für Schritt vorgehen, dass man sich nicht hetzt, sondern überlegt, was ist jetzt gerade zu tun. Die Sechs der Münzen, ausgewogenes Geben und Nehmen, ja, dass man auf sich achtet, haben wir ja auch gesagt, dass man nicht übermäßig sich reinhängt, sondern dass man auch Ruhephasen hat. Vier der Schwerter, Ruhephase, ich sag's gerade. Ruhephase bedeutet, dass man eben auch überlegt, wie kann es weitergehen, wie soll es weitergehen, was möchte ich denn und wie gehe ich vor. Und wir haben die Drei der Schwerter, da ist der Schmerz, die Enttäuschung. Ja, vielleicht bist du auch momentan einfach so unentschlossen. Und da bist du ein bisschen, sagen wir mal, deprimiert, ein bisschen ja, außen vor und würdest gerne wissen, wie soll es denn jetzt weitergehen. Schauen wir uns mal an, was denn da dahinter stecken könnte. Klingt sehr oder sieht sehr interessant aus. Du machst dir Sorgen. Du suchst möglicherweise nach Lösungen. Schauen wir uns an, was haben wir da? 10 der Münzen und das Gericht. Du versuchst, deine Situation nach Sachlage zu beurteilen, um Stabilität und Sicherheit zu gewinnen. Ich glaube, das ist das, was du eigentlich möchtest. Wie geht's voran? Bote des Feuers, die Welt, die Mäßigkeit. Du möchtest deinen inneren Frieden finden, indem du Dinge erledigst und vielleicht neu beginnst. Du hast aber nicht konkret ein Ziel, wenn ich das hier so sehe. Die Mäßigkeit ist ja deine Karte, Gefühl und Intellekt im Einklang. Das spricht dafür, dass das momentan eben nicht so ist. Königin der Erde, Entspannung und Eremit. Den Eremiten haben wir letztes Jahr schon sehr oft gehabt beim Schützen. Du gehst in dich, versuchst die Dinge zu klären, mit dir selbst ins Reine zu kommen. Ich glaube, es geht darum, in ruhigere Gewässer zu schippern. So, gut für dich ist die 8 der Schwerter. Warum? Da ist der Neuanfang und da ist die Arbeit. Das könnte ein neuer Job sein, es könnte eine neue Herausforderung sein. Wir haben aber gehört, die Energie von außen ist, dass die Klärung von außen kommt. So, die Berufung, nicht gut. König der Stäbe und der Ritter der Stäbe. Okay, Ritter der Stäbe. Ich denke mal, dass du ein bisschen festgefahren bist in dem, was du gerade tust. Du hast dich an etwas gewöhnt und denkst, das ist deine Berufung. Der Ritter der Stäbe sollte das aber nicht ganz so ernst nehmen. Also nicht so starr sein, ja? Sondern offen sein für Neues. Der Schütze ist ja eigentlich offen auch für Neues. Also nicht eigentlich, er ist offen für Neues. Aber er hat sich so ein bisschen auf das verlassen, was er kannte. 2 der Erde. Was haben wir da? Der Fokus auf Gerechtigkeit, Fairness, Ausgewogenheit. Ja, hier haben wir ja auch die Verletzung. Schauen wir erstmal weiter. 7 der Schwerter. Da ist die 9 der Münzen und die Obsession. Okay. Das ist Übertreibung. Das ist Übertreibung. Vielleicht hast du dich aus Frustration, aus Ärger, was auch immer, ein bisschen rar gemacht bei deinen Mitmenschen. Kann das sein? Vielleicht hast du dich zurückgezogen. Vielleicht hat dich das, was hier auch vielleicht war vorher, so geärgert, dass du da wirklich einen Schlussstrich gezogen hast. Ist jetzt mal so in den Raum gestellt. Ritter der Kelche, 4 der Schwerter und Königin der Münzen. Du überlegst dir, wie du da wieder rauskommst. Okay, Enttäuschung, irgendwas war, du hast dich so ein bisschen selbst zurückgezogen. Ich sagte ja, wir hatten immer den Eremiten im letzten Jahr und jetzt haben wir die 2 der Kelche. Wir haben den Hierophanten und den König der Schwerter. Da kommt ein Gespräch zustande mit jemandem, der dir die Wahrheit sagt. Das ist das Ass der Schwerter. Wahrscheinlich in dieser Woche. Es geht darum, dass man zuhört und auch spricht. Man muss immer genau zuhören. Es geht vielleicht um ein Jobangebot, es geht um eine Beziehung, es geht um eine Familie. Da findet ein Gespräch statt. 3 der Stäbe, Hohepriesterin und Königin der Stäbe.
mit Intuition, mit Bauchgefühl, mit Optimismus auch sich darum kümmern, dass die Dinge wieder in Bewegung gelangen. 6 der Münzen, 2 der Kelche und der Turm. Platz schaffen für Offenheit, für Vertrauen, denke ich mal. Ja? Dass man das wieder aufbaut, langsam aber stetig. So, wir haben die 4 der Schwerter, wir haben die 7 der Münzen und wir haben den König der Münzen. Peu à peu arbeitest du weiter an einer stabilen und sicheren Situation. König der Kelche und die 5 der Kelche. Okay, wir haben eine Enttäuschung. Ich habe zuvor ja die Skorpionlegung gemacht und ich sehe hier so ein paar Parallelen, weil da war auch der König der Kelche, wir haben hier die 5 der Kelche. Wir haben hier so ein bisschen, dass du von außen die Informationen bekommst. Und der Skorpion hat zum Beispiel auch, dass er derjenige ist, also er oder sie, ne, der Dinge rüberbringen kann, der jemandem helfen kann. Vielleicht ist das deine Hilfe, aber wir haben hier auch die 3 der Schwerter, denn der Skorpion ist ja auch so, dass er so ein bisschen, ja, autoritär rüberkommen kann, so ein bisschen bestimmend, so ein bisschen, ne, und nicht akzeptieren könnte eventuell, dass du jetzt zum Beispiel als Schütze oder jeder andere auch sagt, nee, das möchte ich aber jetzt so nicht. Ne? Und da kann dann hier die 3 der Schwerter, also du bist dankbar für die Unterstützung, für die Hilfe, aber nicht zu viel. Ja, dass du auch ein bisschen Zeit brauchst, damit klarzukommen, damit zurechtzukommen. Es kann sein, dass dich da jemand so ein bisschen in die Ecke drängt. Ne? Lieb gemeint wirklich, also, ne? Aber dir so ein bisschen den, da musst du dann aufpassen, dass du dann sagst, warte, halt bis hier und nicht weiter. Das kann auch jeder andere sein. Ich sage nur, weil ich gerade die Legung für den Skorpion auch gemacht habe. Und das eben auch dazu passte jetzt, sich rumdrehen, bei der 2 der Kelche bleiben bestimmt, aber was du fühlst, ist wichtig. Was du als Schütze jetzt möchtest, das ist wichtig. Du möchtest das, aber du möchtest jetzt nicht von heute auf morgen das, was hier besprochen wurde, sofort umgesetzt haben. Vielleicht brauchst du ja auch noch Zeit, dich zu regenerieren und darüber in Ruhe nachzudenken. Es gibt viele Kleinigkeiten, die da bedacht werden sollen, um Sicherheit und Stabilität herzustellen. Und hier haben wir halt die 3 der Schwerter und den König der Kelche, was die skorpionische Energie ist. Man möchte niemanden, der einem hilft, vor den Kopf stoßen. Aber wenn du das Gefühl hast, jemand oder ein Skorpion geht zu weit, dann solltest du dem das lieb, aber bestimmt sagen. Ja? Die Unterstützung ist wunderbar, aber man kann anderen eben auch nicht den Willen aufzwingen, auch wenn man es noch so gut meint. Das muss man wirklich sagen. Ja? Also auch die Skorpione bitte nicht böse sein. Aber wie gesagt, jeder hat so sein eigenes Tempo und seine eigenen Empfindungen. Die sind ja immer anders als beim anderen. Und deswegen, also da ist Sensitivität drin und du möchtest eine Strategie, du möchtest vorankommen. Aber wie gesagt, kein Muss. So, welche Karte haben wir für den Schützen? Den Koala, der Allgeist hat einen Plan. Da bin ich mal gespannt. Welchen Plan hat denn der Allgeist für den Schützen hier? 28, 29. So, die Schutzbotschaft lautet: Verspürst du Unbehagen und Misstrauen gegenüber der Welt? Verkriechst du dich an einem sicheren Ort und wagst dich nicht hinaus, überzeugt davon, dass das Leben und die Menschen dich enttäuschen werden? Der Geist des Koalas erscheint, um dich wissen zu lassen, dass du einem falschen Glauben anhängst. Denn die Sicherheit, auf die du jetzt setzt, entschwindet bereits, da alle Dinge vergänglich und alle äußeren Umstände einem ständigen Wandel unterworfen sind. Finde deine Sicherheit, indem du deinen Glauben und dein Vertrauen in den Allgeist setzt, der die Fülle mehren wird, die jetzt schon dein ist. Vielleicht bist du in deinem Handeln zögerlich und überängstlich, weil du nicht daran glaubst, dass dir die Welt mehr zu bieten hat als das, was du schon kennst. Vielleicht hast du dich an einem sicheren Ort verschanzt, der dir zwar nicht mehr geben kann, der dir aber so vertraut geworden ist, dass du vergessen hast, wie es ist, Neues zu entdecken. Bist du pessimistisch und überzeugt, dass du nichts mehr zu erwarten hast? Der Geist des Koalas erinnert dich daran, dass du gut für dich sorgen musst, um wieder zu Kräften zu kommen, damit du dich erneut in die Welt hinauswagen kannst, im Vertrauen darauf, dass es für das Glück, das du erfahren sollst, keine Grenzen gibt. Gehe gut mit dir um und verbinde dich mit dem Allgeist, um zu deinem Glauben an das jetzt noch Unsichtbare zurückzufinden. Das ist genau das, was wir in den Karten gesehen haben. Du hast dich irgendwo in einer, naja, scheinbaren Sicherheit verkrümelt, ja, und so nach dem Motto, ja, ohne mich.
Du hast dich hier so ein bisschen sehr abgekanzelt und du überlegst jetzt gerade, wie du das wieder ändern kannst. Du hast Unterstützung. Wie gesagt, lass dir auch von deiner Unterstützung nicht irgendwas auferlegen, ja? Sag bestimmt, aber nicht, nein, ich bestimme, nicht du, wie es weitergeht, ja? Weil jeder braucht oder hat sein eigenes Tempo. Du kümmerst dich schon um Stabilität und Sicherheit. Du musst halt auch für dich so einen neuen Weg finden, neues Vertrauen finden, habe ich den Eindruck, ja? Und das sollst du ja auch, und da soll dich bitte keiner bedrängen. Unterstützung ist toll, aber wie gesagt, manche meinen es dann zu gut und wollen einem sagen, wie man alles machen soll, ja? Ja, das ist das für diese Woche. Ich bin gespannt, mein lieber Schütze, wie du das findest, was du damit anfangen kannst, wie du damit umgehst. Ich hoffe, dass dir das ein Stück weiterhilft. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen, wie du das für dich verwerten kannst. Würde mich sehr freuen. Ich freue mich immer über eure Rückmeldung. Und wenn du eine persönliche Legung brauchst oder so, ich habe unten in der Infobox, da sind einige Sachen wie die Webseite www.ella-tarsko.de, da sind auch die Beschreibungen der Legung und ich biete natürlich auch Telefonate an, man kann mit mir telefonieren. Das, wie gesagt, alles unten in der Infobox. Im Zweifelsfall gerne mal eine E-Mail schicken, steht auch unten drin. Und wenn du Fragen hast. Ansonsten, wenn es dir gefallen hat, lass gern ein Däumchen hoch da. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, Ruhe, Gelassenheit und auch Selbstfindung wieder. Da bist du auf einem guten Weg und dann sage ich mal, bis bald.